Vielleicht hat sich schon mancher gefragt, wie sich so ein kleiner Kobold wie der Pumuckl im Großstadtverkehr verhält und ob er dort nicht auch einige seiner Koboldspäße treibt. Nun, dazu muss gesagt werden, dass der Pumuckl an Späßen auf der Fahrstraße kein Vergnügen findet. Gott sei Dank. Nur eine Geschichte ist passiert, in der der Pumuckl fast etwas sehr Schlimmes angerichtet hat, obwohl er es eigentlich gut gemeint hatte. Der Meister Eder wird jetzt noch ganz bleich, wenn er an diese Geschichte denkt. Und das kam so. Herr Eder, ich habe eine riesengroße Bitte. Sir? Ja, Sie sehen doch von Ihrem Werkstattfenster aus über den Hof. Ja, ja. Könnten Sie da nicht ab und zu einen Blick auf meine Caroline werfen? Ich bin nämlich in der Waschküche und da kann ich die Caroline einfach nicht brauchen. Ja, mei, Frau Hartl, wissen Sie, ich arbeite da und da kann ich wirklich nicht so nebenbei aufpassen. Ich meine ja nicht direkt aufpassen, Herr Eder. Meine Caroline, die fährt nur mit ihrem Dreirad im Hof rum. Es geht nur darum, dass sie nicht vorn zum Hoftor hinaus auf die Straße fährt. Tja, ja, na, also Garantie kann ich da wirklich nicht übernehmen, Frau Hartl. Die Verantwortung ist mir einfach zu groß. Und das verstehe ich, Herr Eder. Die Caroline fährt ja auch nicht hinaus. Ich habe sie schon eingeschärft. So. Ich meine bloß, sollten Sie zufällig sehen, dass sie doch rausfährt, dass Sie sie dann rufen. Mhm. Wissen Sie, wenn ich zur Caroline sage, der Herr Eder, der schaut für immer zu aus seinem Fenster raus, da traut sie sich schon gar nicht. Ja, 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 ja. Das können Sie ja sagen. Ne? Ja, ja, ich kann mich ja mal am Fenster sehen lassen und so tun, als tät ich aufpassen. Aber gell, Frau Hartl, ohne jede Garantie. Wenn ich nämlich an der Säg stehe, dann stehe ich erstens mit dem Rücken zum Fenster und zweitens muss ich ja auf die Säg schauen, nicht? Sonst schneide ich meinen Finger Herr weg. Herr Eder, wenn Sie sich nur mal am Fenster zeigen, das reicht vollkommen. Ja. Es ist ja auch bloß für eine halbe Stunde oder sowas. Ach so, ja. Und wie gesagt, ich bin ja in der Nähe. Naja, gut, gehen Sie nicht waschig. In einer halben Stunde muss ja nicht unbedingt gleich was passieren, nicht? Also, jetzt schon vielen Dank, Herr Eder. Ja, ja, bitteschön, Frau Hartl, bitteschön. Während nun die Frau Hartl ihren Waschkorb aus der Wohnung holte und die Caroline mitsamt Dreirad und Ermahnungen in den Hof entließ, sagte der Meister Eder zum Pumuckl. Das wäre doch eigentlich jetzt eine gute Beschäftigung für dich. Du kannst doch auf die Caroline aufpassen. Auf die Caroline! Auf die Caroline! Nein, auf die Caroline! Das kann ich nicht, weil ich nämlich gerade mit dem Rücken zum Fenster stehe. Mit dem Rücken? Aber du kannst dich doch umdrehen. Ja schon, das könnte ich. Aber ich will mich momentan gar nicht umdrehen, weil... Willst du nicht? Nein, weil ich nämlich gerade ein Nicht-Umdreh-Gedicht mache. Und Nicht-Umdreh-Gedichte kann man nur machen, wenn man nicht umgedreht dasteht. Aha, aha. Ja, und wie heißt dann das Nicht-Umdreh-Gedicht? Das heißt also... nicht umgedreht, nicht hingespäht. Ist das alles? Ja, das ist alles. So. Ja, ja, weil nämlich also die Nicht-Umdreh-Gedichte, die sind eigentlich immer sehr kurz, weißt du? Ja, kurz Nicht-Umdreh-Gedichte. Du, da schau mal hin, was für ein schönes Dreirad die Caroline hat. Also, wenn ich klein wäre, so klein wie du und unsichtbar noch dazu, dann tät ich mich jetzt da hinten draufstellen und mich von der Caroline im Hof rumfahren lassen. Das wäre doch ein Vergnügen, oder? Du meinst, ich soll... Ja, und das geht leider nicht. Dazu müsstest du dich ja erst umdrehen, damit du das Dreirad überhaupt sehen kannst. Schon umgedreht, schon hingespäht. Mhm. Ja, das ist auch ein kurzes Umdrehgedicht, wenn man sich wieder umgedreht hat, weißt du? Ah, ja. Und jetzt werde ich spazieren fahren. Ja, aber Obacht geben dabei, dass die Caroline nicht auf die Straßen ausfahrt, gell? Weißt du, ich zwicke sie dann ganz schnell und ganz fest in den Fuß. Ja, und dann sag's bloß au und fahr trotzdem raus. Nein, 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 das genügt nicht. Du müsstest sie irgendwie bremsen, wenn's nass fahren will. Ja, aber ich kann doch nicht immer und immer wissen, was sie will. Ja, aber geh zu, die siehst doch. Wenn's zum Hoftor vorfährt, dann gehört's bremst oder irgendwie aufgehalten. Die Ausfahrt geht nämlich ein wenig schräg zur Straße aus und es kann leicht sein, dass es dann einfach ins nächste Auto hineinrollt. Ja, und dann muss man Steine davor legen und dann kann sie nicht hinunterrollen. Viele, viele Steine, einen ganzen Berg voll Steine. Das geht doch nicht, weil sonst Leute, die rein und raus müssen, nimmer raus und rein können. Aber du bringst mich auf was. Ja, auf was bring ich dich? Ein Stück Holz. Das ging. Wenn du ihr ein Stück Holz vor das Vorderrad legst, da kommt's nicht drüber. Du, gib Obacht, ich hab da was, das ist nicht schwer. Ja, aber weißt du, wenn sie dann drumherum fährt, dann wäre es vielleicht doch besser, wenn man... Wenn du das direkt vors Vorderrad wirfst, dann kannst du ja nicht. Oh, du, ich bin ein ganz großer Holz vor das Dreiradwerfer. Ja, aber bitte nur, wenn's rausfahren will. Solange's da hinten umeinander fährt wie jetzt, brauchst nichts tun.
Und du kannst mitfahren, verstanden? Ja, natürlich. Natürlich habe ich das verstanden. Gut, dann gehe ich jetzt raus und leg das Holz zur Einfahrt vor, so, dass du es gleich bei der Hand hast, wenn es notwendig wird. Ja, das ist eine gute Idee. Und ab und zu werde ich sie dann ein bisschen in den Puss oder in den Fond zwicken. Und jetzt gehe ich mit, damit du es auch an die richtige Stelle legst. Ja, gehst mit. Ja. Beide hielten das für eine gute Idee. Und zunächst war auch alles wunderbar. Die Caroline fuhr vergnügt hin und her und der Pumuckl hockte genauso vergnügt auf der Lenkstange. Aber nach einiger Zeit schien der Caroline das im Kreis herumfahren langweilig zu werden. Sie hielt an, ging auf ihren Puppenwagen zu, der bisher unbeachtet an der Hauswand gestanden hatte, nahm die Puppe heraus und beschloss, sie auf die Lenkstange zu setzen. Und sie setzte sie genau auf die Stelle, auf der der Pumuckl saß. Das störte den Kobold natürlich gewaltig und er warf die Puppe sofort hinunter. Aber die Caroline war auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie band die Puppe einfach mit einem Band, das sie aus dem Puppenwagen kramte, fest. Der Pumuckl wurde wütend und er dachte: Also wenn ich nicht mitfahren darf, dann darf die dumme Puppe auch nicht mitfahren. Nein, dann wird einfach überhaupt nicht gefahren. Dann wird einfach gebremst. Jawohl, dann wird ganz einfach der große Holz vor das Dreiradwerfer bremsen. Gedacht, getan. Der Pumuckl sauste zur Toreinfahrt und ein Holzstück bewegte sich recht eigentümlich auf die Caroline zu. Und als sie anfahren wollte, ging's nicht. Ein Holz lag im Weg. Die Caroline sah es und schob es mit dem Fuß auf die Seite. Aber kaum war sie ein Stück gefahren, lag da schon wieder ein Holz im Weg. Und als sie auch das auf die Seite schubste und in eine andere Richtung fuhr, kam nach kurzer Zeit das Dreirad fast zum Kippen. So plötzlich landete ein Holz vor dem Vorderrad. So kam es, wie es kommen musste. Der Meister Eder hörte die Caroline rufen. Mami, Mami, komm mal, da liegt immer Holz herum. Ich kann überhaupt nicht fahren. Aha, hat sich der Pumuckl gebremst. Hat der Fratz jetzt doch zum Hoftor nach wollen. Caroline, komm mal her. Herr Eder, da liegt immer Holz. Ich bin zweimal fast hingefallen, weil ich beinahe drüber gefahren bin. Was zum Hoftor nach fahren wollen, gell? Du weißt doch, dass das gefährlich ist wegen die vielen Autos. Ich hab überhaupt nicht zum Hoftor nach fahren wollen. Ich bin immer nur hier hinten gewesen. Aber das Holz, das weiß ich genau, das ist da vorn gelegen. Nein, das ist hier hinten gelegen. Was da hinten? Genau wo. Na? Da ist es gelegen, genau vor meinem Dreirad. Aber vorhin war auch schon eins gelegen und vorher auch. Und du warst nie vorn beim Hoftor. Ehrenwort, Caroline. Ehrenwort, Herr Eder. Ja, ich schaue mir gleich selber nach. Das ist nämlich nicht in Ordnung, wenn da hinten Holz umeinander liegt. Der Meister Eder nahm das Holzstück in die Hand und ging zum Tor vor, legte es wieder an die gleiche Stelle wie das erste Mal und murmelte, da er den Pumuckl ja in Anwesenheit von anderen Menschen nicht sehen kann, aufs Geratewohl vor sich hin. Ja, so geht es fein nicht. Das Holz ist nicht zum Tratzen da, sondern für Notfall, zum Bremsen. Was geht? Der Pumuckl hörte es, wenn auch nur mit halbem Ohr. Er zerrte nämlich gerade an dem Band, mit dem die Puppe an der Lenkstange festgebunden war. Mochte der Meister Eder ruhig das Holz wieder zum Hoftor vorlegen, er, der Pumuckl, würde bald die Puppe loshaben und selbst wieder auf der Lenkstange thronen. Doch da kam die Caroline. Und sie sah natürlich sofort das lockere Band und sagte mit der Stimme, die ihre Mutter bei solchen Anlässen hatte: Also Fritzi, dein Band ist schon wieder ganz schrecklich schlampig gebunden. Du wirst mir noch mal herunterfallen, du unordentliches Kind, du. Du. Jetzt muss ich wieder alles neu binden. Aber warte, diesmal binde ich dich ganz fest hin. Du unordentliches Kind, du. Sie band die Puppe also wieder fest und das mit so vielen Knoten, dass der Pumuckl gar nichts dagegen tun konnte. Da fiel ihm in seinem Grimm eben doch wieder das Holzstück ein. Das Holz ist nicht zum Pfocken da, sondern zum Bremsen. Und jetzt wird gebremst. Und wie jetzt gebremst wird. Und so wanderte das Holzscheit zum zweiten Mal vom Hoftor in den hinteren Teil des Hofes zurück. Diesmal aber warf er es so zwischen die Räder, dass die Caroline mit ihrem Dreirad umkippte und sich das Knie aufschlug. Ja, wird denn da keine Ruhe? Caroline, komm her, lass dein Knie anschauen. Naja, das Knie ist bloß ein bisschen aufgeschürft. Komm, ich hab da Salbe, die heizt gleich. Und dann tun wir ein Heftpflaster drauf und dann ist alles wieder vorbei. So, jetzt setz dich mal da her. So, bist du jetzt zum Hoftor rausgefahren? Nein, in Richtung
Richtung zu ihrem Fenster bin ich gefahren. Und kein bisschen in die andere Richtung. Sicher nicht. Nein, ich habe die Puppe festgebunden und dann bin ich gleich hierher gefahren. Also, ich verstehe das nicht. Was hat er denn nur? Wer? Weißt du was, jetzt bleibst du ein bisschen sitzen und lässt die Salbe wirken und ich genauso und schau nach dem Rechten. Wetten, dass du von jetzt ab über kein Holz mehr fasst. Ja? Der Meister Eder tat so, als würde er den ganzen Hof nach Holzstücken absuchen, aber er suchte nur den Pumuckl. Pumuckl, ja. Komm mal her. Ich kann dich zwar da draußen nicht sehen, aber du wirst mich schon hören. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber ich höre kein bisschen zu, weil ich nämlich schon weiß, was du sagen willst. Pumuckl, das Holz ist nicht zum Tratzen, sondern zum Bremsen da. Es muss eben gebremst werden. Die Caroline wollte weder vorhin noch jetzt zum Hof hinausfahren. Sie ist überhaupt nicht in die Richtung gefahren. Aber vielleicht wäre sie in die Richtung gefahren. Sie hat mir das Ehrenwort gegeben. Mir hat sie keins gegeben, kein Ehrenwort. Ich verstehe die überhaupt nicht. Warum was tut sie dir denn, dass du sie allebei mit dem Holz ärgern musst? Fahr doch friedlich mit ihr im Hof rum. Ja, aber ich kann doch nicht friedlich. Ich habe doch gar keinen Platz wegen der dummen Puppe da. Dann stellst du sie halt dahinter auf das Dreiradl auf. Das geht doch nicht. Nein, das geht eben nicht. Das ist lange nicht so schön. Du bist mal ein sauberer Aufpasser. Ja. Statt dass du das Kind beschützt, tust du dir was an. Die Caroline ist ja viel netter als du. Und wenn's ging, dann müsste viel eher die kleine Caroline auf dich aufpassen als umgekehrt. Die Caroline auf mich? Die Caroline auf dich? Das soll sie eben auf sich selber aufpassen und auf ihre dumme Puppe dazu. Ich will überhaupt nicht aufpassen. Ich habe etwas viel Besseres zu tun. Ja, dann tu was Besseres, ist mir auch lieber. Nie mehr passe ich auf jemand auf. Nie mehr. Ja, dann lass das bleiben. Jawohl, ich lass es bleiben. Die Caroline ist gescheit genug, das habe ich schon gesehen. Die fährt nicht raus. Und das Holz bleibt davon liegen. Basta. Und ich bleibe hier auf dem Kastanienbaum sitzen. Auch basta. Und wehe, wenn du noch einmal dem Kind was antust, gell? Ich tue ihr weder etwas an, noch was auf, noch was zu, noch was weg. Na. Ich lasse sie auf die Straße hinausfahren, mitten in die Autos hinein. Jawohl, ich tue nämlich überhaupt nichts mehr. Ja, das ist mir auch lieber, ja. Und damit ging der Meister Eder in die Werkstatt. Er klebte ein kleines Pflaster auf Carolines Knie und entließ sie wieder in den Hof. Der Pumuckl hockte mit finsterem Gesicht auf dem Kastanienbaum und ließ keinen Blick von der Caroline. Aber nicht, um auf sie aufzupassen, sondern um herauszufinden, wie er die Puppe doch noch von der Lenkstange wegbringen könnte. Auf diese Art und Weise geschah eine Weile gar nichts. Der Caroline aber wurde das Hin- und Herfahren mit der Zeit langweilig. Da machte sie der Puppe einen Vorschlag, den der Pumuckl sehr wohl hörte. Ist dir auch langweilig, Fritzi? Wollen wir ein bisschen auf die Straße hinausfahren? Weißt du, das darf ich eigentlich nicht. Aber wir fahren ja nicht bis dahin, wo die Autos sind. Nur bis zum Tor. Oder fürchtest du dich, Fritzi? Muss dich nicht fürchten. Ich geb schon acht. Fahr nur hinaus mit deinem dummen Fritzi. Ich muss ja nicht mehr acht geben. Fahr nur. Sind viele, viele Autos draußen. Caroline radelte tatsächlich auf das Hoftor zu, aber sie kam nicht weit. Caroline, willst nicht sofort vom Tor weggehen? Wart nur, ich sag's der Mutti. Caroline! Herr Eder, ich wollte ja bloß mal schauen. Nächster Tag gleich kommst her. So ein Fratz, nicht eine Sekunde wegschauen kommen. Da haben wir was angetan. Wird Zeit, dass die Mutter mit ihrer Wäsche fertig wird. Der Pumuckl war über diesen Zwischenfall sehr erfreut. Erstens, weil die Caroline geschimpft wurde. Und zweitens, weil der Meister Eder ja nun gesehen hatte, dass die Caroline gar nicht gescheit war und was passierte, wenn er, der Pumuckl, nicht aufpasste. Er war so zufrieden, dass er es nicht lassen konnte, in die Werkstatt zu laufen und zu verkünden. So, bitte, da, hast du deine gescheite Caroline, da muss ich ja kichern. Wie gescheit die ist. Du musst jetzt immer und immer zum Fenster hinausschauen und du kannst überhaupt nicht mehr arbeiten, aber... Das ist dir ja auch lieber, wenn ich auf dem Baum sitze. Ja, jetzt mach mich nicht verrückt. Statt dass selber so viel Verstand im Kopf hättest, dass du dann auf das Kind aufpasst, wenn es notwendig ist, freust dich, dass ich zu keiner Arbeit komme. Sowas wie Verantwortungsgefühl ist bei dir ja nicht drin. Hier geht's allein nur um dich selber, was du willst und was dich freut. Alles andere ist dir wurscht. Geh nur wieder raus und hock dich auf deinen Baum, auf deinen Blöden. Aha, auf mein... Jetzt werde ich geschimpft. Ich habe kein Verantwortungsgefühl. Das ist die höchste... Ja, ja. Das ist die allerhöchste Höhe.
ich hab's schon gehört. Jawohl! Der Pumuckl rannte empört hinaus und setzte sich auf seinen Baum. Die Caroline kehrte recht zögernd wieder um, denn sie hatte eben gemerkt, dass das leichte Bergab in der Hofausfahrt zur Straße hin das Dreirad sehr schön zum Rollen brachte, ohne dass man viel treten musste. Sie war sich mit ihrer Puppe Fritze darin einig, dass Erwachsene doch rechte Störenfriede sind. Sie schielte immer wieder zu Meister Eders Werkstattfenster, ob er sie auch wirklich immer sehen konnte, und tatsächlich sah sie ständig sein Gesicht, das immer wieder nach ihr schaute. Bis das Telefon läutete. Ja, Herr Grambach, ich hab schon an Sie gedacht heute. Ja, ich bin gerade dabei und Ende der Woche werde ich es Ihnen nachliefern, ja. Um Gottes Willen, Moment, Herr Grambach, entschuldigen Sie. Fei Gott, die ist nicht im Hof. Entschuldigen Sie, da ist was passiert. Ich rufe Sie später an. Oh mei, es wird doch nicht... Mein Gott, es wird ja doch nichts passiert sein, ausgerechnet in der Minute. Caroline! Caroline! Herr Eder! Herr Eder, was ist denn los? Die Caroline ist aufs Straßenhaus! Caroline! Caroline! Da steht sie mit ihrem Dreirad. Na Gott sei Dank. Aber auf die Straße ist sie aus. Caroline! Was tust denn du hier auf der Straße? Ja, ja. Mutti, ich hab bloß... Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Sie sehen doch, dass ich bremse. Sie können mir doch nicht einfach hinten drauf fahren. Oh, das war doch überhaupt nicht vorauszusehen, dass Sie plötzlich bremsen. Warum haben Sie denn um Himmels Willen gebremst? Weil mir das Holzscheit da direkt vor die Windschutzscheibe geflogen ist. Ja, ist ja ein Glück, dass die Scheibe noch ganz ist. Entschuldigen Sie, darf ich das Holzscheit mal sehen, das Ihnen vor die Scheibe geflogen ist? Ja, gerne. Haben Sie gesehen, wer es geworfen hat? Na, bloß das Holzscheitel möchte ich anschauen. Mir hat auch immer jemand ein Holz von meinem Dreirad geworfen. Sei still, Caroline. Komm, wir gehen. Am Ende meinen sonst die Leute noch, dass du das Holz geworfen hast. Oder? Hast du etwa? Nein, Mutti, ich habe das Holzscheitel ganz bestimmt nicht geworfen. Großes Ehrenwort. Ja, sowas. Und das Holzscheitel ist Ihnen direkt vor die Windschutzscheibe geflogen, sagen Sie? Ja, ich bin vielleicht erschrocken. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, ja, das kann ich mir denken. Ja, es kann natürlich sein, dass das Holz auf der Straße gelegen ist und dass irgendein vorausfahrender Wagen darüber gefahren ist und das Holz dabei hochgeschleudert hat. Möglich, möglich, aber der ist weg. Das nützt uns nichts mehr. Ganz sicher war es so. Na ja, es ist ja noch mal gut gegangen. Ist ein bisschen Blechschaden da. Ja, ein bisschen Blechschaden? Haben Sie eine Ahnung? Das kostet ein paar hundert Mark. Also ich bin keineswegs bereit, die aus meiner Tasche zu blechen. Ich gehe jetzt da drüben in die Metzgerei und telefoniere nach der Polizei. Inzwischen hatten sich Menschen angesammelt, wie das immer ist, wenn irgendwo etwas passiert. Der Meister Eder aber ging zur Werkstatt zurück. Was ist da nur vorgegangen, dachte er immerzu. Das Stück Holz war eindeutig dasselbe, das er dem Pumuckl zum Bremsen gegeben hatte. Aber wieso war es vor ein Auto geflogen? Als der Meister Eder die Werkstatt betrat, saß der Pumuckl schon in seiner Schaukel, schaukelte aber nicht. Um seine Nasenspitze war er ganz weiß. Pumuckl, was war denn los? Ich hab bloß bremsen wollen, ganz bestimmt. Wen, das Auto? Nein, die Caroline und... Ja, aber das Holzscheitel war doch auf der Straße draußen. Und die Caroline, die war doch... Ja, die Caroline, die war eben auch schon... auf der Straße. Aber drauf. Du hättest sie doch im Hof herin aufhalten sollen, wenn schon. Wenn es doch für im Hof herinnen schon zu spät war, weil du doch gesagt hast, es ist dir lieber, wenn ich auf dem Baum sitzen bleibe. Wenn ich an die Blechschäden denke, dann meine ich, es wäre wirklich gescheiter gewesen. Du wärst auf dem Baum sitzen geblieben. Nein, das wäre nicht gescheiter gewesen. Das wäre ganz dumm gewesen. Die Caroline, die ist nämlich zum Hoftor vorgefahren. Also ganz schnell, so schnell, dass ich eben viel langsamer war. Also ich meine, so schnell, dass ich eigentlich immer noch böse auf dich und auf die Caroline und auf die dumme Puppe war. So, jawohl. Und dass die Caroline schon auf der Straße draußen war und... ganz, ganz, ganz nah an den Auto. Und da ist dir erst eingefallen, dass du endlich das Bochen aufhören könntest, oder? Es ist mir überhaupt nichts eingefallen. So. Ich habe einen Sprung gemacht. Mhm. Jawohl, weißt du, was das ist? Ich habe einen großen, also so weit, wie ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesprungen bin, vom Baum bis zum Holzscheit. Und das habe ich dann geworfen.
Und also dann, also ich habe es ungeheuer geworfen, so weit, wie ich noch nie etwas geworfen habe. Und dann, bloß, es ist dann eben nicht vor das Dreirad geflogen, sondern eben vor das Auto. Mhm. Aber gebremst hat das dumme Auto wenigstens. Und ich denke, wenn ein Auto steht, dann kann es ja auch niemand überfahren. Ja. Und so ist die Caroline eben auch nicht überfahren worden. Ach, ich muss mich sitzen. Ich muss mich schon die ganze Zeit setzen. Ich habe nämlich ein richtiges, knackeliges wackeliges Knie, wenn ich stehe. Wenn ich mir vorstelle, dass die Caroline hätte unter die Räder kommen können. Nicht solche Sachen vorstellen. Nicht solche Links und rechts von unserem Hoftor parken Autos. Kein Autofahrer hätte das Kind schnell genug sehen und bremsen können, wenn sie dazwischen herausgeschossen wäre. Ja, die hätte tot sein können. Ja, Saufratz, der Elendige. Ja, ja, niemand darf aus dem Hoftor herausgehen. In die Schublade soll man sie zur Strafe sperren. 13 und 4 Tage lang. Ich glaube, ich muss über die Geschichte noch ein paar Wörter mit der Frau Hartl reden. Keine Sekunde übernehme ich mehr für das Kind die Verantwortung. Und überhaupt werde ich ihr erzählen, Du musst aber sehr viele Wörter reden, nicht wahr? Also meinst du nicht, dass wir vorher was essen sollten vielleicht? Also damit du nicht plötzlich mitten in den Wörtern Hunger kriegst? Nein, mir ist der Hunger vergangen. Ja, das ist es mir eigentlich auch. Aber noch eigentlich kommt er gerade in diesem Moment wieder, der Hunger. Ja, und ui, oh Gott, und wie der Hunger kommt, und wie er kommt. Naja, im Großen und Ganzen ist ja nun mal alles gut gegangen. Ess mal was und nachher werde ich ganz zufällig einmal vor ins Waschhaus schauen. Leiten mir die zwei Autofahrer, die sich jetzt rumstreiten müssen, wer an was schuld ist. Das war also das einzige Mal, wo sich der Pumuckl als eine Art Schutzmann, nein, sagen wir lieber, als eine Art Schutzkobold im Straßenverkehr betätigt hat. Und es ist auch gut, dass er es nicht öfters tut. Schließlich ist er ein Nachfahre der Klabautermänner, die es ja nur mit der Seefahrt und nicht mit Autofahren zu tun hatten. Der Meister Eder hat seine Wörterl bei der Frau Hartl schon noch angebracht und vielleicht haben sie auch was genützt. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, gebt im Straßenverkehr schön auf euch selber Acht, denn Schutzkobolde sind nur äußerst selten um die Wege.